Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Und übrigens auch frohes neues Jahr. Dies hier ist meine allererste Aufnahme im Jahre 2013. Wir schreiben den 8. Januar 2013, damit ihr das so ungefähr zeitlich einordnen könnt. Will sagen, dieses Video hier soll geplantermaßen eigentlich am 9. Januar erscheinen. Das heißt, wir sind hier relativ aktuell im Geschehen dabei und können hautnah miterleben, wie der Hering irgendwie seinen ersten Gedanken im Jahre 2013 auf der Videoplattform YouTube irgendwie zum Besten gibt. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich weiß es nicht. Ich hatte heute einen langen Tag. Ich habe vorhin relativ gut bei der Fastfood-Kette, bei der einer Filiale der Fastfood-Kette mit dem großen M gegessen. Und ich habe jetzt irgendwie gerade Bock zu spielen, beziehungsweise aufzunehmen. Und davon abgesehen brauche ich morgen ein Video. So, wir haben beim letzten Mal unglaublich tolle Dinge vollbracht. Wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben Welt 2. Komplett abgeschlossen. Ja, total komplett und so. Denn die Sandkuchenwüste, die ist jetzt quasi gesehen fertig. Genau, so alle Sternminzen und so. Eichnein hatten wir auch schon abgeschlossen und jetzt geht es eben als nächstes ins wunderbare Minzmeer. Und dort müssen wir ja nur irgendwie nochmal 20 Level absolvieren oder irgendwas in der Art. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns froh und glücklich schätzen. Ja, und wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht genau, Minzmeer 1, Strand der 1000 Fontänen, das klingt doch zum Beispiel schon wieder super. Funny Level. Der Julian, der hat schon alle drei Sternmünzen eingesammelt, das will ich an der Stelle auch. Deswegen sage ich, okay Julian, ich nehme die Herausforderung an, so alles klar. Ich weiß gar nicht mehr, naja, ich erinnere mich nur noch ein bisschen rudimentär an die Level, also wie gesagt, 8. Januar und so, ne? Das heißt, meine ursprünglichen Aufnahmesitzungen zu New Super Mario Bros. U, die sind jetzt in der Tat schon eine ganze Weile her. Das war die erste Sternenmedaille. Ich glaube es irgendwie schon. Irgendjemandem ist zuletzt aufgefallen unter einem meiner Videos, dass ich irgendwie alles Mögliche sage. Ich sage immer Sternenmedaille, Sternenmünze, Starcoin, wie es mir gerade irgendwie der Sinn steht. Das ist die zweite, okay, alles klar. Ja, Starcoin. Normalerweise benutze ich den Begriff ja eigentlich nur relativ ungern, sag ich mal so, weil, Englisch, ne? Nein, also ich finde ja, ich mache ein deutsches Let's Play, also könnt ihr auch deutsche Wörter irgendwie so für den ganzen Kram eigentlich benutzen. Aber, Starcoin ist gemeinhin kürzer als alles, was... Die Röhre dort unten ist zum Beispiel relativ interessant. War ich in der Röhre dort unten schon mal drin? Was war denn überhaupt generell das Problem in diesem Level? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt mir das nämlich eigentlich bekannt vor, dass ich in der Röhre schon mal drin war. Aber irgendwo hier zum Schluss muss es dann ja mal gehakt haben. Ist ja auch egal. Starcoin ist kürzer ausgeschrieben als Sternmünze oder Sternmedaille. Warum ist das wichtig? Nun ganz einfach, im Miiverse hat man ja immer, wenn man eine Nachricht schreibt, nur 90 oder 100 Zeichen zur Verfügung. Und da muss man ja irgendwie ein bisschen Platz sparen. Und deswegen schreibe ich da ganz gerne einfach mal Starcoin, weil, wie gesagt, kürzer und so weiter und so fort. Aber naja, gut, okay, das brauchen wir uns an der Stelle fast gar nicht interessieren. Dup, 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 stattdessen hüpfe ich hier weiter irgendwie herum. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, weil ich beim letzten Mal hier 2 Stunden überlegt habe. Ach mein Gott, wo soll ich den Powerblock zünden? Ja, nee, ist klar. Gut, das hätte ich... definitiv einfacher haben können, wie wir gesehen haben, aber gut, ja, ist, mein Gott, ja, irgendwann, Hauptsache ist es mir aufgefallen, also von daher, du hast den Level, nö, hab jetzt irgendwie, bin jetzt gerade nicht so mitteilsam, ich mache hier nur Let's Play, ach, ist ja, ja, egal. So, Minzmeer 2, tropische Tiefen, da fehlt mir irgendwie fast alles. Das ist voll doof, dass mir jetzt hier... Naja, also vergleichsweise viel, viel... Wie gesagt, in späteren Welten, es wird immer besser. Da brauchen wir auch immer weniger Welten dann tatsächlich hintereinander wegmachen. Deswegen, das, Ich glaube, das Unternehmen, das läuft noch ganz gut und so. Und generell, also ich habe jetzt gestern ja das erste Video freigeben können zu... Ja... meiner Sternenmedaillenjagd im Eichenhain und das Feedback war noch einigermaßen in Ordnung und so und
Ja, ich glaube, die meisten von euch waren so einigermaßen damit einverstanden, wie ich mir das mit den Starcoins so vorgestellt habe. Und da war ich unterm Strich dann doch irgendwie mehr oder weniger begeistert. Beziehungsweise glücklich und zufrieden. Ja, dass das, was ich hier mache, auch noch einigermaßen. Das war die erste. Okay, alles klar. Dass das, was ich hier mache, auch noch einigermaßen Sinn macht und so. Und dass die Leute mir vergleichsweise gerne zugucken und so. Irgendwas war hier mit den riesigen. Mit diesen riesigen, ich hab, glaube ich, immer Kugelfische dazu gesagt oder so. Irgendjemand hat mir was geschrieben, wie die Dinger eigentlich heißen. Ich hab's jetzt, aber offen gesagt, auch nicht mehr auf dem Schirm. Es ist irgendwie, ja. Ich vergesse viel, wenn der Tag lang ist oder wenn der Abend spät ist oder irgendwas in der Art. Dup, 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 dup. So, jetzt haben wir den Checkpoint schon erreicht. Und eine konkrete Idee bezüglich der zweiten Sternmedaille habe ich jetzt eigentlich noch nicht. Schwimmen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Und weiter und weiter und weiter. Lassen den kleinen Schnups hier einfach mal in Ruhe. Gucken jetzt gleich mal in der Röhre, um diesen kleinen Schnups hier irgendwie. Aha. Moment, ich erinnere mich so dunkel daran. Hier war ein Stern drin oder so, oder? Kann das sein? Moment, Moment, Moment. Bup, 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 bup. Ja, tatsächlich, hier war ein Stern dran. Gut. Und jetzt war das doch so, ich musste mich irgendwie beeilen oder irgendwas in der Art. Weil jetzt gleich hier irgendwo weiter rechts noch eine. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, genau. Weil hier gleich weiter rechts jetzt noch irgendwo eine Röhre ist oder irgendwas in der Art. Nämlich genau hier vielleicht? Ja. Und jetzt glaube ich, muss ich direkt unter mir einen töten. Ja, schnell, 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 schnell. Danke, danke, danke und. Und das war die letzte. Scheiße! Ich hätte mir fast denken müssen, dass es die letzte ist. Verdammt! Ja. Machen wir ein Level jetzt noch schnell zu Ende? Ich glaube, wir machen ein Level jetzt schnell zu Ende. Das ist, glaube ich, besser oder zweckführender, als wenn ich jetzt irgendwie nochmal zurückgehe, weil das kommen wir im Zeitlimit sowieso nicht so richtig hin. Ja, gut, okay, das war jetzt. Also auf den ersten Blick habe ich die zweite Sternmedaille jedenfalls. Jedenfalls nicht gefunden. Blooper des Todes. Sie machen mir immer noch das Leben schwer. Aber gut, okay. Hat ja auch keiner gesagt, dass das hier eine totale Schnupsangelegenheit wäre, ne, mit den Sternenmünzen und Medaillen. Und dass ich die immer und überall sofort auf den ersten Blick wiederfinden würde. Ich habe vorhin, bevor ich diese Aufnahme gestartet habe, auch noch versucht, kurzzeitig mal in meine Videos reinzugucken von der dritten Welt, sprich vom Minzmeer. Einfach in der Hoffnung, dass mir ein paar Kommentare oder so von euch vielleicht auffallen, von irgendwelchen Sachen, die ihr mir so gesagt habt. Die Sache mit dem Stern zum Beispiel, das hatte mir jemand geschrieben, das weiß ich noch in jedem Falle. Aber ich glaube, hier zur zweiten Sternmedaille hat man mir keiner was gesagt. Was mir in dem Sinne dann total leid tut, weil ich wurde vor kurzem auch übers Miiverse, glaube ich, darauf angesprochen, ob ich dann, wie bei meinem New Super Mario Bros. Wii Let's Play, ob ich es hier dann auch so mache, dass ich total auf die User mit eingehe und ja, deren Kommentare eben zu Herzen nehme und dann nochmal sage, ja, User XY hat mir den Tipp gegeben und gesagt, die Sternmedaille ist dort und dort zu finden und so. Das hätte ich im Endeffekt liebend gerne gemacht, aber zum einen hätte ich das, glaube ich, im Vorfeld besser ankündigen müssen, weil zum anderen einfach das Problem bestand, dass ihr mir zu wenig Tipps gegeben habt, ja. Ihr seid nämlich voll wenig tippfreudig gewesen. Ich weiß nicht genau warum, aber na gut, okay. Muss ich jetzt in dem Moment einfach mit leben, beziehungsweise müssen wir alle mit leben, denn je länger, also beziehungsweise je weniger Tipps ich habe, desto länger dauert der ganze Kram hier natürlich irgendwie. So, jetzt bin ich schon wieder beim Checkpoint. Das ist schön. Ach so. Genau. Man kann die ganzen Dinger ja hier reindrücken, aber hier ist nichts weiter, oder? Weiter oben? Dass ich vielleicht irgendwo mal auf die. Auf die Decke mal achten muss oder so, weil dann. Weiß ich nicht, weil man dann hier raushüpfen kann? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Oder hier weiter unten oder so? Kann ja sein, dass hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel. Der Bildschirm wär schon gescrollt, oder? Wenn hier was wäre? Ich glaube ja schon. Also hier ist auch keine.
meine, ist auch keine Röhre andersfarbig oder so. Normalerweise Röhren wären sofort immer andersfarbig, wenn dort irgendwo was versteckt wäre. Es kann gut sein, dass hier wieder irgendwo... Aha. Ah! Oh! Interessant. Aber wenn das jetzt nur für normale Münzen ist, dann bin ich jetzt schwer enttäuscht, offen gesagt. Nein. Okay, alles klar. Gut. Ja, das... Es hätte mich jetzt auch extrem gewundert. Der Schalter war so gut versteckt. Also wirklich extrem gut. Also wenn da jetzt nur normale Münzen gekommen wären, das wäre echt eine... Ja, total Enttäuschung gewesen. Ach so, verdammt. In dem... Ja, in dem Block, der wäre mit Stern gewesen. Na gut, so. Jetzt nur noch Level irgendwie schnupsig überstehen und dann hätten wir auch das geschafft. Ja, irgendwie. Ja. Ich bin total stolz auf mich, dass es momentan noch so gut klappt mit dem selber finden und selber entdecken und nicht im Blooper reinschwimmen. Rechts vor links bitte, auch unter Wasser. Das, ich bin ein Fisch, der irgendwie Wert auf Regeln und Ordnung legt, ganz eindeutig. Und dementsprechend sollte natürlich auch die Straßenverkehrsordnung unter Wasser in meinen Augen immer und überall eingehalten werden, aber es gibt natürlich ganz viele Rabauken und Armleuchterfische, die sich nicht so wirklich an Spielregeln halten oder an Verkehrsregeln oder ich labere nur Bullshit. Gut, okay, gibt's irgendwas anderes, was ich erzählen könnte oder so? Neben der Tatsache, dass wir jetzt erstmal gucken, an welches Level ich jetzt gleich reingehen darf. Darf ich gleich wieder in das nächste? Ich darf gleich wieder in das nächste. Minzmeerturm. Lieber Bowser, du versteckst deine Sternmünzen ja immer besser, sagt Alex. Und der Alex wird es wissen. Und ich weiß es auf eine gewisse Art und Weise auch, denn... Irgendwo hier... Gleich zu Beginn müsste die erste Sternmedaille sein oder so. Das hatte mir doch bestimmt jemand geschrieben. Oder? Wo die erste Sternmedaille zu finden ist? Das sieht auch so... Ach so, ne, Moment. Ich glaube... War das nicht so ein Turm, wo mir gesagt wurde, die erste Sternmedaille ist ganz in der Nähe zur zweiten Sternmedaille oder so? Ich glaube... Ich glaube, da war irgendwas. Es hat auch wieder irgendwas mit einer unsichtbaren Wand oder so zu tun. Da werde ich jetzt also ein bisschen aufpassen müssen. Kann sogar sein, dass einem das so halb angezeigt wird. Aber ich muss es trotzdem überall... Ich muss überall gucken. Das hilft ja nichts. Ja. Wie gesagt, erstes Video jetzt im Jahre 2013. Ich bin ein bisschen... Ich war ein bisschen nervös im Vorfeld der Aufnahme. Ganz einfach, weil... die letzte Aufnahmesitzung jetzt schon wieder so... Ah ja, okay. Weil die erste die letzte Aufnahmesitzung schon wieder verhältnismäßig lange her ist. Ich meine, wann habe ich das letzte Mal was aufgenommen? Ich glaube, war das mit Schweizer zusammen? Nee, oder? Castle Crashers und Resident Evil 6 hatten wir vor Weihnachten aufgenommen. Nee, das war... Ich hatte nach Weihnachten noch mal was aufgenommen, genau, nämlich auch New Super Mario Bros. Aufnahmen. Und, ja, bin dann natürlich gut vorangekommen und habe auch dementsprechend viel produzieren können. Was ja euch auch, glaube ich, zugute kam. Weil, ihr jeden Tag Futter hattet in Form von Banjo-Tooie oder New Super Mario Bros. U. Und in Einzelfällen ja auch tatsächlich mal zu anderen Spielen und so. Und, ja, toll. Ach Gott. Ja, das war ja sehr schlau, Hering. Das war ganz toll. Schnur, schnur. Achso. Warum hat der Sprung jetzt geklappt? Egal. Gut. Grüne Röhre. Und, erst Checkpoint. Okay, das war ein, umfangreicherer Turm scheinbar, oder? Ich erinnere mich fast gar nicht mehr. Hier ran! Boah, dass der Sprung geklappt hat, das war irgendwie super. Ja. Banjo-Tooie hatte ich ja auch. Wow. Wow, ist dieser... Dornen, was auch immer, groß gewesen. Banjo-Tooie hatte ich auch komplett aufgenommen. Bevor ich sogar an meinen wohlverdienten Weihnachtsurlaub gegangen bin. hier ist irgendwie nichts, was irgendwie seltsam ist, weil hier müsste was sein. Hier ist immer was. Okay, ich vermisse was. Das dürfte aber nur Bum-Bum hier sein, oder? Den sollte ich ja als... Auch als kleinen Mario, auch als Schnups-Mario noch irgendwie hinbekommen. War hier irgendwas Gemeines mit dem Wasser oder so? Also ich weiß es nicht mehr.
Bei Bum Bum war doch nie was gemein. Wann hat er denn länger mal als 2 Sekunden überlebt oder so? Boing. Ja, ja. Schnups. Hudebu, ich bin Bum Bum. Schnups. Hudebu, ich bin Bum Bum. Schnups. Hudebu, ich war Bum Bum. Okay. Ja, Banjo-Tooie, wie gesagt, vor meinem Weihnachtsurlaub komplett fertig aufgenommen und so. Was auch mal eine interessante Erfahrung war, weil ich so ziemlich die zweite Hälfte des Spiels, schweres Castle, ja geht so, weil ich so ziemlich die zweite Hälfte des Spiels, Münzmeer Geisterschiff, die zweite Hälfte des Spiels quasi gesehen ohne euch aufgenommen hatte. Ich konnte mir wirklich auf euer Feedback eingehen, ganz einfach, weil die ganze Aufnahmesitzung eben schon fertig abgedreht waren und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, ob ich das in Zukunft weiterhin so handeln will oder nicht. Es ist für mich einfacher oder angenehmer, sagen wir es mal so, weil ich in jedem Falle eben Aufnahmen habe, die ich euch kredenzen kann. Und ihr müsst nicht Angst haben, dass ich irgendwie bei einem Spiel wieder, ja, 2 Wochen oder so keine Lust drauf habe. Und dann eben die ganze Zeit nichts kommt. Deswegen ist es eigentlich für uns alle sogar besser, wenn ich einfach ein paar Aufnahmen in Reserve habe. Aber in Reserve ist ja nochmal was anderes als Let's Play gleich komplett ein Stück aufnehmen, ne? Ist halt so eine Sache. Ich meine, hatte ich es auch so ähnlich bei meinem Silent Hill Let's Play gemacht. Bei Silent Hill war es aber zugegebenermaßen nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht so auf viele Kommentare eurerseits eingehen konnte. Kommt dieser komische Blocker noch irgendwann wieder? Ja. Weil, nö, ja, Silent Hill, das ist so ein Silent Hill Let's Play, das lebt ja sowieso mehr oder weniger von seiner Atmosphäre und von dem, was der Let's Player mehr oder weniger macht, wie er mit der Situation umgeht und so, und deswegen ist das, ich glaube, das war ganz okay. Naja, gut. Trotzdem, ihr habt viele interessante Sachen jetzt noch zu Banjo-Tooie geschrieben. Zumindest die Leute, die sich für Banjo-Tooie, wow, tatsächlich noch interessiert haben. Und was dann, ja, unterm Strich, doch ein paar Leute sind, also, ja. Ich hatte schon schlechtere Let's Plays, ja, von der reinen Zuschauerzahlen, also von reinen Zuschauerzahlen, ja. Deswegen ist das, naja, okay. Ich weiß so einigermaßen, wovon ich diesbezüglich jedenfalls rede, glaube ich. Ich meine, ich stelle ja auch Vergleiche oder so gleichen an. So ist es ja nun auf eine gewisse Art und Weise auch nicht. Und das ist eigentlich, das ist die zweite Sternmedaille, okay. Dann müsste ja jetzt hier nach irgendwann die dritte Sternmedaille kommen. Ist ja generell auch so eine Sache. Ich meine, okay, das hier ist jetzt mein erstes Video im Jahre 2013. Dementsprechend könnte ich ja, auch wenn man das normalerweise als Let's Player vermutlich in einem gesonderten Video machen sollte oder so, ich könnte jetzt einfach mal so ein ganz klein bisschen Bilanz ziehen, was ja 2012 anging, was, okay, das war jetzt sehr einfach versteckt, warum ich das jetzt nicht mitgenommen hatte, verstehe ich offen gesagt nicht, aber okay. Jetzt habe ich persönlich nur eine ganz interessante Frage, nämlich das hier ist das Geisterhaus. Das Geisterhaus. Ihr wisst eventuell schon, worauf ich hinaus will. Eigentlich müsste hier irgendwo ein Geheimausgang sein, oder? Hatte ich ein Geheim... Ich hatte keinen Geheimausgang hier gefunden. Vielleicht finde ich auch gerade den Geheimausgang, was sehr witzig wäre. Was sehr, sehr witzig wäre. Oh, Hering. Zack, zack. Ist definitiv nicht der geheime Ausgang. Aber es muss den geheimen Ausgang geben, oder? Ich glaube schon. Wir hatten auf der linken Seite eben gerade eine rote Röhre gesehen. Vielleicht. Irgendwo muss es ja noch. Ja, Moment. Plus. Bevor wir uns hier so, also Bilanz ziehen und so weiter, das machen wir gleich. Ja, jetzt habe ich das Minzmeer nämlich schon komplett in der Theorie. In der Praxis fehlt mir jetzt aber was. Aber ist das denn überall so bisher gewesen? Kann ich das... Das war eine Faustregel in New Super Mario Bros. 2.
dass in jedem Geisterhaus oder Geisterschiff, dass da überall ein Geheimausgang versteckt ist. Aber ist das jetzt eben hier auch so? Wir gehen nochmal in ein Level rein. Ich habe dort zum Schluss in dem Bereich. Das könnte sehr gut sein. Ich meine, wir haben die Röhre gesehen, die rote Röhre. Also da ist es doch relativ wahrscheinlich, dass dort noch... Ja, da könnte unter Umständen ein Geheimausgang sein. Au. Schön. Ups. Ja. Gucken wir uns einfach um. So, okay. Nein. Ich wollte die Bilanz ziehen. Wie geht's dem Hering? Beziehungsweise, wie geht's dem Kanal des Herings? Falls es irgendjemand mal interessiert, kann ja unter Umständen auch mal sein. Meinem Kanal geht es zurzeit eigentlich relativ gut. Man muss sich das mal reinziehen. Ich habe ja im Jahre 2012 irgendwann... Also, ja, man kann 2012 schon auf eine gewisse Art und Weise als Wendepunkt diesbezüglich bezeichnen. Irgendwann kam dann ja tatsächlich der feierliche Moment... Nein, Fresse. Irgendwann kam ja doch mal der feierliche Moment, wo ich den Mario Kart Wii Let's Plays so ein ganz klein bisschen abgeschworen hatte. Und wo dann eben nicht mehr gar so viel kam. Und das war dann natürlich auch der Moment, und das ist auch durchaus dem einen oder anderen Kritiker da draußen aufgefallen, das war dann durchaus der Moment, wo dann, ja... die Zuschauerzahlen teilweise so ein ganz klein bisschen bei mir eingebrochen waren. Wobei das auch, ist schwer zu verallgemeinern, weil bei dem einen Projekt mal so, bei dem anderen Projekt mal so. Und man muss sich immer reinziehen, das werden viele von euch nicht mehr so richtig beobachten, aber meine älteren Let's Plays, allen voran übrigens Resident Evil 4, werden immer noch verdammt häufig geguckt. Was mich ziemlich wundert, auf eine gewisse Art und Weise ziemlich freut, aber das ist einfach so. Ziemlich viele Leute haben da eben noch Spaß dran. Und das finde ich super. Also, mein Gott, das sind die ganzen Leute, die sich dann so denken, ja, guck mal, da ist irgendwie so ein Let's Player, der hat da mal so irgendwie ein paar Videos gemacht zu einem coolen Spiel, das gucke ich mir da jetzt einfach mal an. Bringt das eigentlich irgendwas? Wow, wenn ich hier mal so gucke? Nee, bringt nix. Hier auf der rechten Seite ist gar nichts. Na gut. Müsste hier aber irgendwo was sein. Jetzt davon mal abgesehen, als ich, nur um, damit ihr mal so Vergleichswert gewissermaßen habt, wie gesagt, vielleicht interessiert es irgendjemand draußen ja mal, als ich Mario Kart Wii noch mehr oder weniger regelmäßig hochgeladen hatte, bewegten sich meine Zuschauerzahlen pro Monat, ungefähr bei 120.000 Aufrufen. Ich glaube, in seiner Spitzenzeit waren es vielleicht auch mal 125.000 Aufrufe oder irgendwas in der Art. Was echt beachtlich ist. Also, man kann es nicht anders... man kann es nicht anders sagen. Ich habe zuerst überlegt, was schimmert da so komisch? Ist das eine Röhre oder keine Ahnung, was da das war? Der dämliche Buhu. 125.000 Aufrufe, wirklich. Man muss sich das mal reinziehen. Das ist ein Wahnsinn. Schlechthin. Also, meine Videos wurden 125.000 Mal ungefähr im Monat angeklickt. Das war, das war heftig. Das war ziemlich heftig. Wobei angeklickt nicht gleichbedeutend ist mit, auch tatsächlich geschaut. Auch dazu... Oben bin ich reingegangen. Ich bin hier reingegangen, um den Geheimausgang zu finden. Ich bin hier reingegangen. Gibt's denn irgendwo hier noch? Dort oben ist zumindest so eine Decke oder irgendwas in der Art. Hoppsa. Oh. Ja, das war nur das, wo ich mit dem Buhu gekämpft hatte, oder? Ja. Ja. Aber hier ist mal gar nichts. Dup, 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 dup. So, Ach so, Moment. Aber das sah sehr interessant aus. Aha. Oh, hat der Hering da was gefunden? Ja, ich glaube nämlich, dass der Riecher vom Hering extrem gut ist ab und zu mal. Ja, rote Röhre. So, jetzt gib mir auch meinen Geheimausgang, weil sonst bin ich ziemlich derbe enttäuscht. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht so gut aus. Ich bin so genial. Yes. Also wie gesagt, früher 125.000 Aufrufe pro Monat. War schon super. Wirklich. Danke dafür, dass es damals so war, ja. Dann irgendwann keine Mario Kart Wii Videos mehr. Hering, warum machst du kein Mario Kart Wii mehr?
Adde immer noch meinen FC. Hering, nimm mich bitte in deine Freundesliste auf. Hering, ich deabonniere dich, sofern du nicht irgendwie Mario Kart Wii weitermachst. War das leicht? Jo, finde ich jetzt rückblickend auch Supitor. Ganz, ganz toll. Habe ich mich mit abgefunden? Keine Ahnung. Ja, und so hundertprozentig. Mario Kart Wii ist immer noch ein tolles Spiel für mich. Minzmeer, Blatt. Irgendwas in der Art. Wachstumsschub. Neuer Level. Mario Kart Wii ist immer noch ein total tolles Spiel für mich. Aber, was? Eine Bohnenranke oder so. Eine Bohnenranke, bei der die Blätter abfallen. Ich muss mich hier die ganze Zeit beeilen, oder? Ja, ich muss mich die ganze Zeit beeilen. Ich liebe Scroll-Level, habe ich ja schon mal gesagt. Lalalala. Aber zumindest soll es relativ leicht sein, die Sternmünzen hier zu finden. Hoffe ich zumindest. Hier links oder rechts kann man nicht hin. Nein. Ja. So hundertprozentig kann ich diesem Spiel nie abschwören. Nein, aber trotzdem ist das. Ja, ich bin gedanklich mit dem Spiel so ein ganz klein bisschen durch, was hoffentlich auch verständlich sein oder verständlich ist. Ich meine, ich spiele das Spiel seit dem Jahre 2008, hallo. Also das ist eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Im Jahre 2008 hat man ja die meisten von euch noch nicht mal gedacht oder so. Ne, oder vielleicht doch schon, aber da habt ihr vielleicht noch nicht Mario Kart Wii gespielt. Ihr habt vielleicht erst 2010 angefangen oder so. Dann erwarten die vom Hering, dass er irgendwie noch 2 Dutzend Jahre oder so Mario Kart spielt. Das geht ja irgendwie auch überhaupt nicht. Irgendwann ist es halt, ja. Der Moment ist halt gekommen, wo man sich irgendwie anderweitig orientiert. Ist auch so ein Thema, was immer öfter irgendwie in meinem Clan besprochen wurde, so wie ich das zumindest am Rande mitbekommen habe. Ist halt, ja. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, mein Gott. Mario Kart war ein tolles Spiel. So, haben wir alle begriffen und so weiter und so fort. Was wir jetzt nicht begriffen haben, ist die Tatsache, wo die zweite Sternmedaille jetzt hier gewesen sein soll. Bup, 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 bup. Na gut, gehen wir gleich nochmal in diesen Level hier rein. Oh. Achso. Nach oben sollte es gehen. Das macht auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Ich wette mal. Ich muss mich links vor rechts weiter. Also, umgucken. Gut umgucken. Ich glaube, da müsste ich irgendwo die zweite Sternmedaille finden. Na gut, okay. Du hast dein Level abgeschlossen, ohne Schaden zu nehmen, möchtest du? Ach ja, hier könnte ich mal wieder. Aber ich merke jetzt auch wieder, dass ich wieder labere und labere und labere, ohne so richtig zum Punkt zu kommen. Also, wie gesagt, Mario Kart Wii, ganz tolles Spiel. Warum hatte ich mich jetzt schon wieder so lange drauf abgehalten? Ganz einfach, weil ich vor kurzem auch mal wieder übers Miiverse eine private Nachricht bekommen hatte, die ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nett war, aber auf eine gewisse andere Art und Weise habe ich mir dann so gedacht, Junge, was willst du eigentlich von mir? Irgendwie nicht Mario-typisch dieses Level. Ja, geht so, Fire-Fan. Also, ja, Mario-typisch. Scroll-Level. Ich find's einigermaßen okay. Gut, egal. Worum ging's bei der Sache, die er mir geschrieben hatte? Er wollte einfach nur, ja, fragen, wann ich denn das nächste Mal wieder Mario Kart spiele und, ich könnte doch hier mal so One-on-Ones gegen andere fahren, Kampf um den Kurs regeln und so weiter. Also am besten, ich hoffe, ihr alle kennt, Sozi, oder beziehungsweise hier auf YouTube Leinart0503. Der macht ja gerne und gute Mario Kart Wii-Videos in jedem Fall und, der macht hier so einen Kram. Also One-on-Ones, 1-gegen-1-Matches. Als er gegen irgendwelche anderen Vollprofis oder irgendwas in der Art. Und er hat da unglaublich viel Spaß und er hat auch ein unglaubliches Talent darin. Aber mein Gott, sowas fand ich zu Beginn meiner. Scheiße. Sowas fand ich zu Beginn meiner Clan-Zeit nett. Sagen wir es mal so. Ich habe damals, ja, es gab die. Wie hieß das? Die CSL, glaube ich, Console Sports League oder irgendwas in der Art. Da hatte ich mich angemeldet mit vielen aus meinem Clan. Und wir haben da. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben uns da halt angemeldet und dann so 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Matches gegen, ja, diverse andere Leute eben ausgetragen. Und das Ganze war total hochoffiziell und so. Und hat total viel Laune gemacht und keine Ahnung was. Und ich hatte einen One-on-One-Wettbewerb sogar mal gewonnen. Also das muss ich echt
muss sagen, ja, das war. Und ich habe da, also das waren nicht nur Noobies, gegen die ich da gewonnen hatte. Okay, ich hatte scheiße viel Glück mit blauen Panzern und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz, ich hatte damals auch mal gewonnen. Aber trotzdem, das war alles im Jahre 2008 oder Anfang 2009 oder so. Und jetzt erwartet nicht, dass ich mich im Jahre 2013 dafür nochmal erwärmen würde oder erwärmen könnte oder so. Ich habe auch kein Interesse daran, gegen irgendwelche Vollblut-Mario Kart Wii-Profis noch anzutreten. Ich muss mir in diesem Spiel nichts mehr beweisen. Ich bin mit Mario Kart gedanklich durch. Also, nö, da muss ich echt nichts mehr tun. Hier rechts ist nix. Da muss ich für mich nichts mehr tun. Also, und wenn mir dann halt irgendjemand erzählt, ja, aber du musst doch und du bist doch hier der Mario Kart Champion schlechthin, dann ist das einfach gelogen. Ich habe die zweite Münze links in den Wolken. Spoiler! Links in den Wolken? Okay. Das erspart mir zumindest die Sucharbeit. Zweite Münze links in den Wolken. Zweite Münze links in den Wolken. Jajabutjabutjabu. Okay. Ja, wie gesagt, also das gibt mir nichts mehr. Und ich muss dann niemandem mehr was beweisen oder so. Und von daher, das ist ein bisschen. Ich find's ein bisschen albern, wenn man mir dann halt dergleichen Nachrichten oder so noch schreibt. Wie gesagt, ist halt andere Zeit gewesen. So, okay. Jetzt habe ich also irgendwann diese Mario Kart Videos nicht mehr so häufig gemacht und Zuschauerzahlen eingebrochen. Oh mein Gott, Skandal. Wie kann der Hering nur und keine Ahnung was und wir mögen den Hering jetzt alle nicht mehr. Ging so einigermaßen. Meine Zuschauerzahlen haben sich dann von 125.000 immer weiter, also Monat für Monat, peu à peu, so ein bisschen nach unten gesenkt. Nach unten korrigiert, könnte man so ein bisschen sagen. Und unterm Strich war ich dann Mitte des Jahres 2012 oder Herbst 2012 dann irgendwann nur noch bei knapp. Ah, okay, alles klar. Habe ich es gerade überlegt. Moment, links bei den Wolken. Links bei den Wolken. Welche Wolken? Ach so, die Wolken, ja. Irgendwann Mitte des Jahres 2012, Herbst 2012 oder so, war ich dann bei knapp zwischen 85.000 und 90.000 Aufrufen. Also wirklich fast, ja, 30.000 Aufrufe pro Monat verloren. Was ja schon irgendwie mehr oder weniger happig ist. Das ist auf YouTube in der Ecke, doch, das kann man durchaus so sagen. Und nichtsdestotrotz immer noch mehr als andere Leute irgendwie in dem ganzen Jahr an Aufrufen haben, aber trotzdem, es war ein Unterschied. Und ich habe es ja auch so ein ganz kleines bisschen gemerkt, so an Kommentaren und so und auch an der allgemeinen Interesse, was andere Let's Plays und so weiter angeht. Aber das ist dann tatsächlich so eine Sache, die ich dann in meinem nächsten Video unter Umständen nochmal ein bisschen ausführlicher zum Besten geben könnte. Denn für den Moment haben wir alle Sternmünzen im Minzmeer gesammelt, wofür das wohl gut ist. Vielleicht für die große Sternwelt, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahmesitzung jetzt schon wieder geht. Ich kann mal ganz gut gucken. Knappe halbe Stunde. Na gut, ist ja noch einigermaßen in Ordnung. So, zur Kontrolle gucken wir jetzt nur ganz kurz mal bei den Sternmünzen vorbei. Ich werde jetzt gleich das nächste Video, glaube ich, auch noch aufnehmen, weil dann habe ich für... morgen ist Mittwoch, dann habe ich für Donnerstag auch gleich noch was und vielleicht nehme ich das Freitagsvideo auch noch auf. Und in der Zeit labere ich die ganze Zeit noch ein ganz klein bisschen weiter und so über das Jahr 2012, über Let's Plays, über Sachen, die mir aufgefallen sind. Und vielleicht interessiert es ja tatsächlich irgendjemanden, vielleicht aber auch nicht, ich weiß nicht genau. So, ich war der Hering Ray, das war New Super Mario Bros. Juhu für den Moment. Ich hoffe, es hat euch so einigermaßen gefallen, wie ich hier Sternmünzen eingesammelt habe. Ja, um was anderes geht's hier nicht mehr. Ich sag für den Moment jetzt einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.